weiß ich überhaupt Guten was. Morgen, liebe Freunde. Wir sind der Spur früher dran, denn wir sind ganz früh aufgestanden. Die Claudi ist noch nicht ganz munter, deswegen machen wir das ein bisschen altmodisch mit den Ständer. Ja? Dafür habe ich einen zweiten Gehilfen heute. Hallo. Hallo. Mein Sohn hilft mir, dass wir ein paar leckere Langosch machen oder so langoschähnliche Backwaren, kann man sagen. Hm? Backwaren. So, wir fangen einmal an, gell? So, da, ihr könnt es ruhig viele Leute markieren drauf. Also wer online ist, bitte markiert einfach die Leute. Denn die meisten erwarten uns etwas später. Und deswegen war nicht schlecht, wenn wir jetzt ein paar Leute markieren. So, da, ich hoffe, das sieht man. Da werden die Langosch ausgepackt und da hier werden wir die Langosch auf Engel ausrollen. Ja. Oder ich mach's gleich da hier, schauen wir mal. Schauen wir mal. Du kannst es nicht entscheiden. Nein, nicht wegen Entscheiden, sondern wegen Platz. Oh. Wegen Platz, Schatzi. Wegen Platz. Wir haben ein bisschen zu wenig Platz. Aber das macht ja nichts. Ja, wir machen das einfach so ein bisschen anders. Ja. Wie einen anderen Teig. Na, der Teig ist der gleiche. Aber wir rollen es anders aus. So, wir nehmen einfach immer nur ein bisschen Teig, okay? Machen wir das so? Ja. Okay. Du bist der Chef, oder? Ja. Ja, du bist der Chef. Aber warum stellst du, wenn du Chef bist, wie ein Soldat? Mhm. Ja, hätte mich interessieren, wo du das gelernt hast. Zu Hause sicher nicht. Nein. Nein. Wir müssen ja nicht Soldaten stehen, gell? Wir sind ja nicht bei der Armee. Ja, ich habe ein bisschen angegriffen. Das macht nichts. Ist cool, oder? Der ist ganz weich, oder? Das ist ganz weich. Ja. Das passiert, wenn man vergisst, auf dem Holzbrett ein bisschen Mehl drauf zu geben. Das muss man jetzt putzen. Ja. Ein bisschen Mehl drauf. Ja, hast du ein bisschen Mehl drauf geben. Hast du vergessen. Genau, ich habe vergessen. Der Papi hat vergessen. Gerufen. Willst du einen guten Kuchen backen, dann brauchst du viele Sachen. Sieben Sachen, nicht viele. Sieben Sachen. Zucker und Mehl, Eier und na. Wie war das? Safran macht einen Kuchenköpf. Mein Gott, habe ich schon vergessen. Hm? Ja, ist aus wieder. Mhm. So gut können wir es nicht. Na, das kann man nicht so gut singen, gell? Ja. Der Papa ist sowieso kein Sänger, gell? Der singt immer so falsch. Was sagst du immer? Papa, bitte nicht singen, gell? Das sag ich nicht. Ja, ja. Ja, ja. Sagst du jetzt nur wegen der Kamera, gell? Papa kann gut was? Geschichten lesen, aber nicht singen, oder? Nein. Nein, singen kann der Papa nicht, gell? Ganz weiß. Wir machen uns jetzt ein paar Förmchen. Zack. Wieder rein. Wieder rein, das kann man ja wieder verwenden. Das ist ja nur Teig. Das ist ja wurscht. Wir wollen das nur so halbwegs gleich sind. Ja? Und dann machen wir so. So, zack. Mal, das werden große. So, so. Dann machen wir so und so und so. Und das warten wir noch ein paar Sekunden, bis das. Das schaut dann wie ein Viereck aus. Das ist ja auch ein Viereck. Du Viereck, du. Ich bin kein Viereck. Guten Morgen, Anni. Guten Morgen, Sabrina. Guten Morgen. Guten Morgen kann ich nicht sein, also eben Anni. Anni sage ich Anni. Anni. So wie Anni. Anastasia, meine Tochter heißt Anastasia. Bist du Anni von Anastasia? Nein. Nein, nicht du. So, da, jetzt schauen wir mal. Schauen wir. Nehmen wir ein Stückchen Teig. Ja. Das machen wir einfach nur so zick. Ja. Noch nichts. Ja. Also, das ist die eine Möglichkeit. Man nimmt ein Stückchen Teig, ein kleines Stückchen Teig, um zu prüfen, ob das Öl heiß genug ist. Und dann gibt es noch eine zweite Möglichkeit. Die zeige ich euch auch.
Man nehme einen Kochlöffel und dann, wenn man den Kochlöffel einsteckt, sollten so Bläschen kommen am Stiel. Das sage ich euch aber erst, wenn das Öl ein bisschen wärm ist, weil jetzt wissen wir es eh schon, dass es kalt ist. Gell? Ja. Ja. Aber du hast noch nicht reingegriffen. Nein, ich greife auch nicht mit der Hand rein, ich mache das mit dem Kochlöffel. Ich will mich nicht verbrennen, das tut ja weh. Oh, ja, stimmt. Ins heiße Fett greift man nicht rein. Sonst hat man große Sauer. Ja. So, da, was kocht ihr heute? Hallo, merci. Guten Morgen. So, man steckt den Löffel und man sieht zu wenig Bläschen. Normalerweise muss es so richtig kochen. Gell? Also, es dauert noch ein paar Sekunden. Sekündchen. Ein paar Sekündchen dauert das noch. Sekündchen. Na, vor allem mit frisches Fett, das dauert immer ein bisschen länger. Bis das wirklich heiß ist. Gell? Ja. 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 Deine Motivation ist ja der Wahnsinn, heißt. Nein. Nein. Wie von Claudia, oder? Die Motivation. Ich habe heute beide die gleiche Motivation. Claudia ist heute voll begeistert, sage ich euch. Die ist wirklich, die ist um 6 Uhr schon aufgestanden, hat gekocht, gebacken, gewaschen. Na, Scherz, ist gerade vor 2 Minuten aufgestanden, ich darf nicht zu laut sein. Hallo Angelina, grüß dich. Ja, die Sonntagstorte geht super einfach. Da brauchst du keine Angst haben. Ja, schaut, jetzt kocht es. Seht ihr den Kochlöffel? Ja, seht ihr das? Ich hoffe, das sieht man ziemlich gut. Ja, das bedeutet, jetzt hat man die richtige Temperatur, was wir brauchen. Ja? Ja. Wie gesagt, ihr könnt es mit Kochlöffel immer machen, ja, also da können Sie so richtig mit Fett eintauchen, ja, das ist für die Kochlöffel gut, weil das Holz dadurch, ja, eigentlich langlebiger und schöner wird, ja, also man kann so richtig ein bisschen einkochen, den Kochlöffel, ja, man muss hier nicht immer mit dieser Chemiefett kaufen quasi, ja. Man kann einen Kochlöffel auch, bevor man was auspacken, in die frischen Fetten auch reingeben. Ja? Schaut mal, wie schön die geworden ist. Ja? Da kommen die Farben wieder raus. So, dann, und was machen wir? Wir kümmern uns jetzt um unsere Langosche, oder? Ja, jetzt können wir sie reingeben. Jetzt können wir unsere Langosche reingeben, genau. Sieh doch, wie das blubbert! Ja, das ist cool, oder? Ja. Sieh nur, wie das aufgeht. Genau wie ein richtiger Teig. Naja, das ist ein richtiger Teig, mein Schatz. Ein gefälschter Teig ist das nicht. Nein. Oder meinst du wie die andere Langosch? Ja. Ja, das ist, wir haben nur eine andere Form. Der Langosch ist der Teig ist der gleiche, wir machen nur eine andere Form, damit auch die Leute sehen, dass man sich nicht nur an das halten muss, was man kennt. Lecker Teig. Genau. Man muss sich ja nicht immer an dem halten, was man kennt. Man kann ja auch einmal was anderes machen, oder? Papa, ja, macht auch immer was anderes, oder? Ja, stimmt. So. Ja, das ist ja Wahnsinn, wie das aufgeht, oder? Ja. Das wird jetzt ganz lecker. Was ist du, Rotzbubi, ha? Nix. Ich helfe. Du hilfst deinem Papa, gell? Ja, boah. Boah, die sind riesig. Ich glaube, wir machen sie ein bisschen kleiner, oder? Ja. Machen wir jetzt eine andere Form. Ja, die, was ein bisschen kleiner ist, weil so groß habe ich noch nie gesehen. Na, okay, die andere macht der Papa ja mal groß. Aber ein paar waren klein. Ja, manchmal macht der Papi kleinere auch. Das stimmt. Pickt man sehr. Ich glaube, wir brauchen ein anderes Nudelholz. Auf dem Nudelholz pickt ihm alles. Ja, aber mehr aufgeben. Ja, wir geben das schon mehr rein. Machen wir es ein bisschen wie Pizzateig, oder? Ja, so. Ja. So. Machen wir es ein bisschen wie ein Pizzateig. Mann, der Teig ist so schön. Ja, ist. Gell, so ganz weich.
und jetzt pick es mal. Jetzt pickst du einmal. Mm, das riecht jetzt schon so gut, gell? Mm. Das wird Gesundheit. Mega lecker. Na, was ist, Chef? Hm? Ich glaube, ich werde krank. Ich glaube nicht, dass du krank wirst. Ich glaube, du fantasierst wieder. Ich glaube, du fantasierst wieder. Ich glaube, die sind fertig. Nein, passend zum Zertig. Ich glaube, die sind fertig. Mein Gott, ist das geil. Ja, die sind groß. Nee, die sind wunderschön, gell? Die sind ja wunderschön. Ich weiß nicht einmal, ob ich auftragen soll oder nicht. Lassen wir es einmal gleich. So, jetzt machen wir eine andere Form, oder? Was machen wir jetzt? Kleinere Stückchen. Kleinere Stückchen? Ja. Papa muss überlegen, sollen wir jetzt so, so machen, okay? Ja, weil so sind es kleinere. Okay. Das geht ja auf. Die gehen alle auf, ja? So, machen wir da hier auch Dreiecke? Ja. Okay. So, und was machen wir mit den zwei? Die geht man auch so rein, oder? Ja. Okay. Geht das so? Ja. Oder sollen wir es ein bisschen breiter machen? Ja. Okay. Du Naserin. Ja, dann halt ein Taschentuch, du Naserin, du. Du Fauli, du. Ich bin kein Fauli. Du bist ein Fauli, wenn du Naserin und dir kein Taschentuch holst. Ein bisschen der Teig da. Mhm. Jetzt pickt der Teig. Der Papa macht das neu. Der Teig ist picken geblieben. Den kriegt der Papi nicht auf. Was kann passiert? Kann passieren, ja. Das kann passieren. Die gehen auch so auf. Die sind schon aufgegangen, ja. Die gehen richtig viel auf, gell? Ja, so schnell. Ja. So schnell, so groß, so schön und so lecker. Hm? Ja. Bis einschlafe. Bis du einschläfst, gehen die auf, oder was? Ich hoffe, vorher isst man sie auf, oder? Ja, stimmt. Mhm. Die kann man, womit essen wir die? Mit Apfelmus, oder? Ja. Jetzt will mit Apfelmus. Mhm. Apfelmus, Marmelade, Staubzucker. Man kann alles nehmen dafür, gell? Ja, aber es will mit Apfelmus. Okay, holst du jetzt den Apfelmus selber? Aber wo ist der? In Lager. In Lager. Habe ich mir schon gedacht. Okay. Das ist aber nicht der Lager, Schatzi. Wo dann? Na, wo dann? Wenn du die Milch holst. Genau, wo holst du immer die Milch? Dann nimm den Stuhl mit. Dann brauchst du ja, dass du raufkommst. Also natürlich, wenn ihr jetzt mehr Platz habt oder so, dann könnt ihr das auf die große Flächen machen. Dann habt ihr genug Platz und dann wird es wunderbar. Ja? Was man auch noch aus dem Teig machen kann, ist zum Beispiel das noch dünner mit Käse in der Mitte. Und das schmeckt wirklich fantastisch. Aber ich meine, schaut euch das an. Ja? Also das ist jetzt ungefähr auf das Zehnfache aufgegangen. Danke, Schatzi. Ja, jetzt kannst du ein neues holen. Oder? Nur die Decke? Ich habe es richtig brechen gehört. Nur wirklich wahr heißt. Okay, haben wir mal Glück gehabt. Nicht kaputt gegangen. Nichts passiert das nächste Mal, aber 10 cm ein in die Fläche. Ja, mindestens da hier geben, nicht immer in der Ecke. Weil sonst fliegt alles am Boden. Mhm. So, die machen wir jetzt kurz und knackig. Zack und zack. Na, es ist
gar nicht, war gut zu. Das hat sich wirklich so angehört, als ob was kaputt kann. Jetzt schauen wir mal die Fliesen, ob man Fliesengranit. Nein, das ist auch nichts. Nichts passiert. Die gehen auf. Die gehen mega mächtig auf, ja? Ja, genau wie die anderen. Mhm. Die gehen mega mächtig auf. Mhm. Aus dem Teig kann man auch Kipfel machen, gell? Ja, ein Kipfel. Aber das macht der Papa keinen Kipfel. Kipfel muss man im Backofen reingeben. Ja, das weiß nicht, wie man die Kipfel macht. Ja, genau so. Dreiecke machen, dann füllen und dann einrollen und dann rein damit. Ja, oben. Man kann auch Brioche-Kipfel machen. Brioche-Kipfel? Ja, mit Zucker und so drauf. Ja, mit Zucker. Mhm. Muss man halt den Teig ein bisschen anders machen, mit Milch und so und mit Ei. Ja, dann kann man Brioche-Kipfel machen. So, da vielleicht holst du jetzt ein paar Teller für dich und deine Schwester. Ja. Und dann, glaube ich, kann man schon die Anja aufwecken, ja? Ich wecke dann die Anja auf. Genau. Aber kein Licht aufwecken. Genau, nur ganz lieb und ein Bussi geben zum Aufstehen. Das weiß ich. Gut. Genau. Das sagt man zwar jedes Mal, aber ist okay. Also wie gesagt, den Teig mit weniger Zucker könnt ihr für Pizza nehmen. Den gleichen Teig mit Ei und Milch könnt ihr fürs Brioche nehmen. Oder für ganz leckere Buchteln zum Beispiel kann man daraus machen. Ja? Also das ist wirklich euch überlassen, wie und was ihr daraus macht. Ja? Also ihr seht, der ist wirklich super elastisch. Ja? Und deswegen könnt ihr mit dem Teig machen fast alles, was ihr wollt. Wie war das? Betonung verfasst und alles, oder? Fast wie schnell und alles wie nichts. Na, Spaß. Meine Frau ist heute kaum gesprächig, obwohl sie schon den zweiten Kaffee angefangen hat. Also ich bin gespannt, wie lange es dauert, bis sie Hallo Leute sagt. Boah. Jetzt könnte ich drauf was sagen, aber ich enthalte mich. Ich hab nichts gesagt. Ihr seid meine Zeugen. Na, das ist ja Wahnsinn, wie das aufgeht alles. Hm? Farblich 1A. Aussehen 1A. Das ist echt ein Wahnsinn. Und wie leicht das geht, gell? Man braucht nur ein bisschen schnipsen. Ist okay. Also wie gesagt, ihr könnt euch spielen lassen, ihr könnt eure Kinder den Pizzamesser in der Hand geben. Ja, und die Kinder sollen selber ihre eigenen Förmchen machen. Das war ein bisschen ein Spül halt. Oder was sagst du, Schatzi? Mhm. Ja. Anni. Das war die Anni. Nase zu. Und irgendeine depperte Uhr oder um 12 Mittag? Das war die von meiner Frau. Kennst du die Uhr? Ich glaube, die hast du vom Fenster aus. Kennst du die Uhr von meiner Frau? Ihre neue Lieblingsuhr? Ja? Aber ja, von meiner Tochter. Naja, von mir kriegt sie Uhren, die kein Lärm machen, kein Mucks, kein Nichts. Nein, die tragt man nicht. Fertig? Das sind ja analoge Uhren. Papa, analoge Uhren trägt man ja nicht. Digital müsste es sein. Bist du dann fertig? Mhm, ja sicher. Sind ja zu altmodisch. Schau mal, wie das aufgegangen ist. Bist du narrisch. Die gehen auch wie Krapfen, okay? Guten Morgen, Prinzessin. Guten Morgen, Papi. Ja, Babybär? Ich hab gut geschlafen. Du hast gut geschlafen? Na, sehr brav, Schatzi, sehr brav. Zwetschgenröster, geht's dir gut?
Nicht gut? Nein. Ach so. Doch, es geht dir gut, hat's gesagt. Gut. So. Du liebst Teig, gell? Mhm. Das ist schön weich, so richtig so wie flauschig, gell? Ja. Hast du die Hände gewaschen? Nee. Nun, warum fährst du den Teig an? Zum Glück wird er beim 150 Grad jetzt desinfiziert. Hast du immer dem Lulu die Hände gewaschen? Ist ja kein Problem nicht. Die paar Hausbakterien, die tun niemandem was. Guten Morgen, Sonnenschein. Kriege ich dann auch ein Kaffeetschel oder sind die heute nur für dich vorreserviert? Ach so, okay. Ja, aber auf die Tasse steht Steinberg drauf. Ja, aber die stehen da drin. Die haben sie noch nicht gehört. Steinberg! Ja, das ist dein Familienname, oder? Kilian Elias Steinberg. Also zum Unterschied zu dem Standard-Langosteig, der Standard-Langosteig, der geht nicht so viel auf. Ja. Und daran erkennt sie auch den Unterschied. Ja. Wie gesagt, das ist jetzt diese bosnische Rezept, aber nach meiner Art. Darf ein bisschen ja, kosten? Sicher. Schaut euch das an. Seht ihr das? Das ist der Wahnsinn. Aufpassen, heiß. Pusten. Knusprig außen, in den Butter weich. Ja. Und das könnt ihr sogar, ehrlich, den Teig könnt ihr sogar für Krapfen nehmen, wie gesagt, und für alles, was ihr wollt. Das ist fantastisch. Den könnt ihr mit Staubzucker essen, den könnt ihr mit Knoblauchsoße essen, den könnt ihr mit Schinken und Käse und Ei essen. Gut, gell? Hast du schon 4 Teller geholt? Nö. Na dann, hopp, hopp. Zwei kleine. Ein großes noch? Ist nix. Okay. Ein großes Teller für Papi. Und ein Löffel brauchen wir dann auch für den. Also, dann brauchen wir nichts mehr. Nur den einen großen Teller. Fürs Apfelmus, ja. So. Also, liebe Mama, falls du zuschaust, Frühstück ist fertig. Du darfst gerne zu uns frühstücken kommen. Schaut euch das an, das ist ja Wahnsinn. Das geht auf das Fünffache auf. Ja? Habe ich zu wenig versprochen? Glaube ich nicht. Dankeschön. Das ist ja? Aber mega viel. Das ist mega viel. Das geht um das Fünffache auf. Ja? Mhm. Ja? Schaut euch das an. Sogar wie ein Krapfen, gell? Da hier ein bisschen. Ja, weil das ein bisschen rund ist. Obwohl es kein Krapfenteig ist. Gehen die auch wie Krapfen, ja? Man, ihr könnt ja auch gebackene Mäuse aus dem Teig machen, gell? Mhm, genau. Genau. Also den Teig noch ein wenig noch lockerer lassen und dann könnt ihr voll die leckeren gebackenen Mäuse machen. Ja. So. Gesundheit, Schatz. Danke. So. Und ich glaube, jetzt machen wir die letzten, ne? Schaut. Ja. Nur ein paar noch, so. Kaffeetschel, am Morgen vertreibt Kummer und Sorgen. Lecker, schmecker. Wir müssen nur ein paar aus, weil so viel passt dann nicht mehr rein. Die kleine Serve. Papa macht immer verschiedene Formen, gell? Ja, sogar Vierecke oder Dreiecke. Vierecke, Dreiecke, genau. Trapeze.
Tapete. Ja, und das ist auch cool, oder? Ja. Schau mal, da kann man zum Beispiel zwei Dreiecke draus machen, wenn man so macht. Ja? Ja. Wie viele Ecken hat man? Eins, zwei, drei, vier. Vier. Hm? Oder Vierecke. Genau. Und wie viele Ecke hat man da hier? Eins, zwei, drei, vier, fünf. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Sechs. Hast du eins verpasst, gell? Ja, eins verpasst. Machen wir so. Und das ist das letzte Stückchen. Die gehen baden, die langen. Die gehen baden, ja. Die gehen heiß baden, gell? Ja, ein heißes Bad für sie. Die kriegen ein heißes Bad, die Langosch. Mhm. Weil die sind noch nicht gebacken. Genau. Nicht gebacken, deswegen gehen sie baden. So. Soda, 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 Soda mit Wasser. Naja, das ist ja Wahnsinn, wie das aufgeht, gell? Ja, das halt man. Das sagst du immer, könnte man so sagen. Nein, sag es nicht. Das sagst du nicht? Komisch. Die gehen heiß auf. Ja, die gehen super auf, gell? Dafür muss ich eh noch da. Oder am Tisch schon, oder? Ja. Na schau. Das heißt, ich schlaf ja nicht. Ich schlaf aus nicht. Du länger nicht, ich auch nicht. Ich eigentlich weiß, als wächst nicht mehr. Nur so irgendwie vegetiert. Naja, trotzdem warst du im Bett so lang. Ist ja, nicht zu lang. Ja. Hat irgendwie geregnet, schneit dann. War ja komische Nacht. Zusammengeschmissen war das. Mhm. Und dann ist voll kalt, gell? Ja, dann war es voll kalt. Und dann war es voll kalt. Ja, aber dann war es dunkel ein bisschen. Naja, ist in der Nacht ist immer dunkel, oder? Ja, wenn es nicht zum Regen ist, wird es auch immer dunkel. So was Komisches in der Nacht, hä? Mhm. Dass dunkel wird. Ja, und dann wieder hell. Gell, ist ein Wahnsinn. Der Schnee ist fast weg, der war ja gestern weg, das ist wieder schon wieder ein neuer Schnee. Hast du meine Mama schon geschrieben, wegen dem Frühstück? So, da, Mani, hi, es schneit, die Sonne, ja, es scheint die Sonne, stimmt. Nein, Mani, nicht wirklich. Okay, jetzt weißt du, mit wem meine Frau schreibt. Das weiß ich nicht. Denk mal die ganze Zeit, warum ist sie so vertieft im Handy? Mami. Ja, eben. Schau da, das ist jetzt so gut. So gut alles, gell? Ja. Ich war noch ein bisschen zu müde. Du warst noch ein bisschen zu müde? Mhm. Also man sieht, man kann ja auch große machen, große Langosche oder ganz kleine Langosche, gell? Ja. Oder man, wir können sie auch anders nennen. Wie soll man das da nennen? Was haben wir da gemacht, Kelly? Ha? Spitzmaus. Eine Spitzmaus hat man gemacht. Spitzmäuschen, ha? Ja, weil die sind, weil ein paar sind klein. Ein paar sind klein? Schauen wir mal. Oh. Ich gehe mal. Du gehst schon am Tisch, ich weiß, du hast schon Hunger. Hallo Katharina, grüß dich. So, scheint die Sonne in Wien, sehr gut. 0 Grad und höchstens 4, okay, gut. Heute waren, glaube ich, 8 Grad angesagt oder so, aber ja. Darf ich euch das zeigen? Oh, Gaumenorgasmus gleich in der Früh. Ah, so, liebe Leute, danke fürs Zusehen. Wir sehen uns sicherlich in ein paar Stunden. Was wir kochen, weiß ich noch nicht. Wir dann jetzt essen, danach ein bisschen stravanzen und dann sehen wir sich wieder. Gell? Also ich wünsche euch noch viel, viel Spaß bei diesem wunderschönen Eiskönigin-Wetter, sagst du eine immer? Ja, Eiskönigin-Wetter. Also euch auch einen wunderschönen Eiskönigin-Wetter. Und wie gesagt, wir sehen uns. Und auch von meiner Frau, die da hinten jetzt irgendwie vorhin sich vegetiert noch und versucht zum... Kannst du drauf drücken? Sicher.
Schau, also der dritte Kaffee wird gleich intravenös oral eingeführt und dann ist wieder zum Leben erwacht. Ja? Schauen wir mal. Obwohl nicht. Nein, sie versucht jetzt wirklich zu grinsen, das ist hier unglaublich. Kennt sie diese kleinen Chihuahuas, wenn sie grinsen? Genauso schaut sie auch in der Früh, wenn sie es versucht. Ja. So, ich muss kurz den Nudelholz auf die Seite legen, bevor was passiert. Aha, ja. Du sollst mal, ich zeige euch, ja, ich bin ein bisschen gemein. Guten Morgen, Christoph, hallo. Hallo Michi, grüß dich. Ich zeige euch ganz kurz, warum ich so gemein zu meiner Frau bin. Also gemein bin ich ja nicht, ich bin ja nur ehrlich. Genau, umsonst hat sie dieses Heferl von mir nicht gekriegt. Ist das nicht geil? So, bitte sehr, mein Schatz. Na, so, Spaß beiseite. Wie gesagt, in ein paar Stunden sehen wir sich wieder. Wir machen uns jetzt wieder ein bisschen fesch. Man funktioniert zwar nicht so wirklich, aber macht ja nichts. Danke, Michi, uns geht sehr gut. Und wie gesagt, wir werden uns jetzt also mit den Kindern dran machen. Ja, denn das ist wirklich, boah, kaum ein Orgasmus gleich am Samstag in der Früh. Und ja, bis dahin, viel Spaß, gell? Schönen Samstag und wir sehen uns, wie gesagt, in ein paar Stunden wieder. Pfiat euch! Wiederschauen! Wiederschauen!